Hallo, liebe Hundefreunde an den Computern in Tokio, Longich und Paris. Der Schlüssel zur Hundegesundheit ist das effektive Konzept für die Gesundheit und Fitness der Hunde. Es ist für alle. Wir sprechen also Deutsch. Manche haben ja schon das Magen-Webinar angeschaut. Kein einziger hat reklamiert, dass es langweilig war. Aber zum Trost, diesmal wird's richtig spannend. Das klingelt, das ist jetzt, lasse ich mich nicht ablenken. Ist die Arthrose eine Rose? Es geht um Hundegelenke. Wie halten wir sie fit und wie sorgen wir bei Problemen für sie? Die Arthrose ist keine Blume, manche haben das schon vermutet und habe ich geärgert, warum ich das als Rose nenne, aber Arthrose ist in dem Begriff, die Rose ist eben vorhanden. Es ist ein Überbegriff für alle möglichen Arten degenerativer, also schlechter Gelenkveränderungen. Ich sage das deswegen, weil die Arthrose oft als Begriff auch missbraucht wird. In der Weise, dass zum Beispiel die Arthrose als Definition, als Diagnose gestellt wird und für den Hundebesitzer dabei herauskommt, so ein Mist, das Gelenk ist kaputt, da kann man nichts machen. Außer natürlich Schmerzmittel geben. Der Hund leidet, er hat eine Arthrose, kann man nichts machen. So gilt es ja Land aus, Land ein. Und also muss ich mich damit begnügen mit Schmerzmitteln. Also nur ein riesiger Sammelbegriff für alle Arten von irgendwelchen Gelenkerkrankungen, ob das jetzt im Wachstumsstadium ist oder übertragen bleibt öfters hängen. Na, scheiße, ich wollte das eigentlich gar nicht lesen, das lenkt mich immer ab. Okay, alles klar. Nochmal, die Arthrose ist keine Blume, sondern nur ein Überbegriff für alle möglichen Arten degenerativer Gelenkveränderungen. So, wenn wir über Gelenke sprechen, müssen wir erstmal über den Knochen und den Bewegungsapparat sprechen, um zu verstehen, welch wundersames Gebilde ein Gelenk darstellt. Der Knochen hat Trage- und Stützfunktion, das weiß jeder, Stabilisation des Körpers und natürlich die Formgebung und die bewegende Funktion. Ein Hund sieht so aus in der Kulisse, wie sein Bewegungsapparat eben das Stativ bildet, also Knochen. Und letztendlich auch die Form kommt dabei raus. Schutzfunktion auch, denkt nur an die Rippen und an die Halswirbelsäule. Das weiß man allgemein. Was man nicht so immer weiß, ist, dass der Knochen auch etwas produziert, nämlich Blut, Immunzellen, die kommen alle aus dem Knochenmark ursprünglich. Und sogar Hormone. Das Osteokalzin zum Beispiel senkt den Blutzucker, regelt die Fruchtbarkeit, hat was mit dem Insulinsekretion zu tun. Adiponektin ist ein Hormon für Fettabbau. Abspecken, wollen, laufen müssen. Knochen sind lebenslang formbar. Das ist so der wichtigste Satz, den wir davon rausnehmen sollen, nämlich Knochen sind lebendig. Sie verändern sich lebenslang zum Guten oder zum Bösen. Ich habe rechts ein Knochen mal dargestellt. Ich habe viel, viel mehr Mühe gegeben beim Zeichnen. Begabt bin ich nicht, aber man sieht hier, da ist der Knochen. Das nennt man Epiphyse. Die Knochenhaut ist das Periost. Kompakter ist die äußerste harte Knochenschicht. Innen drin ist die Markraumhöhle, ganz innen drin. Und eben das blutgefüllte, das Ernährungselement, das ist die Spongiosa. Ja, die Begriffe will man jetzt nicht unbedingt hören, aber letztendlich ist ja das Skript hier drin. Und man sollte zwischendurch nachschauen, wie die Begriffe heißen, damit man nicht so hilflos gegenüber den Lateinern ist. Ne? Wenn die einem erklären, oh, da unten ist ein Riss in der Epiphyse, was wir uns eben vorstellen können, was das überhaupt bedeutet. Ich habe hier schon mal hingeschrieben, ein Pfeil oben und unten. Piezoelektrischer Effekt. Ich werde das gleich erklären. Das ist was wahnsinnig Wichtiges.
Aber erstmal nur so, wenn Druck auf die Knochenenden ausgeübt wird, entsteht ein elektrisches Feld, ein elektromagnetisches Feld. Und dieser Effekt, der dazu führt, nennt man den piezoelektrischen Effekt. Nur mal so, es wird nachher noch erklärt. Knochen, jetzt Muskulatur, muss man auch ein bisschen kennen. Ich meine, der Knochen geht ja zum Gelenk, klar, aber die Muskulatur macht die Bewegung dazu. Muskulatur ist 50% des Gesamtgewichts, also ganz schön viel. Besteht aus Muskelgewebe und das besteht aus ganz kleinen Einheiten. Das ist das Sarkomer, also ganz klein. Dann geht es weiter in die Muskelfibrille. Das ist mehr so ein fadenförmiges Gebilde, Muskelfaser. Ne? Die Sportler, die Fußballer haben dann immer Muskelfaserrisse. Dann Muskelfaszikel, muss man nicht so wissen, bis zum Muskel als Gesamtes. Das ist eben für die Krafterzeugung da. Die ummantelnde Faszie, das ist also wie so eine Haut, wie eine Wursthaut um den Muskel, das nennt man Epimysium. Das muss man sich eigentlich nicht merken. Aber dieses Epimysium ist wichtig, weil sie die Muskelbewegung auf den Knochen, die Sehnen und deren Ansatzstellen überträgt. Dazu braucht es aber wiederum das Bindegewebe in jeder Form. Das Bindegewebe selbst ist also das Übersetzungsmodul vom Knochen, Muskulatur, übers Bindegewebe eben zum Gelenk. Die Muskelkontraktion, also das Zusammenziehen des Muskels, die Signale dazu stammen aus dem Rückenmark und durch eben und geschieht durch Verkürzung dieser kleinen Sarkomere. Ja? Und dann gleiten Aktinfilamente zwischen die Myosinfilamente. Es sind also verschiedene Fasern, die halt sich hier ineinander schieben. Und dann nachher natürlich wieder lösen. Das ist die Muskelaktion, die die Gelenke dann in Bewegung hält und wieder zur Erschlaffung führt. Für beide Aktionen werden ATP, das ist die Energie aus den Mitochondrien, und Calcium benötigt. Wir sprechen noch über die einzelnen Begriffe. So, die Muskelaktivität, das ist jetzt wieder saumäßig interessant, die setzt sogar hormonähnliche Botenstoffe frei. Ich dachte früher immer, die Muskulatur macht halt so, 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 keine Ahnung warum, aber ich esse ja genug Aminosäuren und so weiter. Nein, es ist sogar so, dass diese hormonähnlichen Botenstoffe von der Muskulatur auch ausgeschickt werden, bei Bewegung natürlich nur. Ne? Die Sofahocker haben da nicht so viel davon. Und eine positive Wirkung auf die Leber, das Herz, die Blutgefäße, die Bauchspeicheldrüse. Da haben wir ja am Samstag drüber gesprochen, na, wie die Bauchspeicheldrüse mit Energie ernährt wird. Knochen und das Gehirn, ganz wichtig. Und sogar noch auf den Fettstoffwechsel. Das heißt, die Muskulatur, die Muskeltätigkeit, und zwar dauerhafte Muskeltätigkeit, ist eminent wichtig für auch den Hormonstoffwechsel und Fettstoffwechsel. Diese Myokine, die aus der Muskulatur kommen, die sind sogar entzündungshemmend. Viele Erkrankungen kommen aus chronischen Entzündungen. Bewegt den Hund mehr oder dich selbst oder am besten beide, gibt es weniger Entzündungen im Körper. Neuroprotektiv, protektiv heißt einfach, dass es die Nerven dann beschützt und die Nerven auch regeneriert, sogar zur Erholung, die Erholung fördert und das Immunsystem sogar. Muskeltätigkeit hilft also dem Immunsystem bei der Abwehr vieler Erkrankungen. Jetzt kommt der Hammer, sogar Tumorwachstum hemmend. Zum Beispiel, das hat man herausgefunden, bei Menschen zumindest sicher, dass das Gesäuge davon betroffen ist. Das heißt, auch Muskeltätigkeit ist sogar wichtig zur Abwehr von Tumoren. Das lassen wir mal so da stehen. Die Muskelzellen, jetzt geht es immer noch weiter, aber ich habe das noch da als dringend empfunden, stellen selbst sogar Fette her. Die Fette sind ja ganz wichtig für den ganzen Energiehaushalt und speichern sie auch. Diese regen dann ihrerseits die Bildung von Mitochondrien. Das sind die Kraftwerke aller Zellen. Jede Zelle hat viele Mitochondrien, also von 1000 bis 1500 bis im Herzen zu 2000 Mitochondrien, im Nerven sogar bis zu 5000 Mitochondrien in einer Nervenzelle, muss man sich mal vorstellen. Und auch eben von tonischer Muskulatur, die auch wiederum unter Nutzung der Mitochondrien Energie produziert. Dann in der Muskulatur gibt es noch Aminosäuren, die dienen halt auch wieder dem Hirn, dem Herzen,
und der Leber und der Haut, also so, ihr merkt schon, alles Mögliche ist in Kuddelmuddel zusammenhängend. Die Knochen bilden die Energie, die elektrische Energie und die Haltfunktion. Und die Muskeln führen die Bewegung herbei und machen dann noch allerlei andere wichtige Dinge. Ganz wichtig, bevor wir jetzt wirklich zum Gelenk kommen, ist das Bindegewebe. Jede Zelle, also fast jede Zelle, ist von Bindegewebe umhüllt. Sie verbindet die einzelnen Zellen, Organe, das Lymph- und Gefäßsystem und alle nervalen Strukturen zu einer Funktionseinheit. Das Bindegewebe ist sehr anpassungsfähig und dynamisch, das Bewegung eben erst möglich macht. Ohne Bindegewebe läuft gar nichts. Das muss ich mal vorstellen. Das heißt, wenn jetzt der Hund vollkommen verfettet ist und hat die Brumme und was weiß ich halt, ist der nicht nur an seiner Bewegung gehindert, sondern an seinem ganzen Hormonstoffwechsel. Das macht also viel aus. Eine Sonderform, das sollten wir uns wirklich merken, sind die Faszien. Weil die Faszien werden uns immer wieder begegnen. Im Magenwebinar haben wir schon über die Faszienspannung, über den vorletzten Wirbelgelenk der Brustwirbelsäule gesprochen. Was beim Magenblock, wenn der Magen chronisch aufgegast ist, eben wie die Faszien sich verspannen und was man auf dem Röntgenbild auch sieht. Die Faszien sind also straffes, kollagenfasigeres Bindegewebe. Also eine verdichtete und schützende Einheit, die die einzelnen Gelenke auch miteinander verbindet. Diese Faszien haben ein Scherengitter, ja, scherengitterförmige Anordnung der Fasern. Und das ermöglicht eben die Flexibilität, die flexible Anpassung an die Form- und Strukturveränderung wiederum des Muskels. Beispiel, zum Beispiel habe ich schon gesagt, die Faszien der Wirbelsäulengelenke und des Rückens. So, jetzt kommen wir also zur Sache. Gelenke sind untrennbar anatomisch und vom Bau her und funktionell verbunden mit Knochen, mit Sehnen, mit Faszien und mit Muskeln, beziehungsweise Muskelansätzen. Ich habe hier mal die ganzen Knochen mal und Gelenke abgebildet. So, und ein einzelnes Gelenk, hier haben wir mal das Hüftgelenk, ist nicht nur ein Gelenk für sich und eine Faszie und ein Muskel, was weiß ich so, sondern ist wiederum vernetzt mit allen möglichen anderen Gelenken. Zum Beispiel hier mit der Cauda equina, mit dem Kreuzbein, mit dem letzten Lendenwirbel, mit dem Becken natürlich, ne, mit dem Beckenknochen, aber auch mit der Gelenkkapsel. Die Struktur kommt dazu, das heißt die Festigkeit des umgebenden Gewebes, die Flexibilität, wie weich und elastisch das ist. Und auf der anderen Seite sogar, wie das gesamte körperliche Feld hier gebaut ist und funktionieren kann. Was das Heilfeld, das sogenannte Morphogenisch-Feld, also das körperliche Heilfeld bedeutet, dazu kommen wir noch. Das wird uns auch immer wieder begegnen, zum Beispiel bei den Lasertherapien, weil wir mit dem Laser von außen dieses Heilfeld aktivieren können. Zum Beispiel der Hüfte. Das heißt, wenn wir die Hüfte behandeln, müssen wir das ganze System mit einbeziehen. Soweit. Ja. Dann geht es jetzt nicht weiter dann. Oh, verflucht. Das hing jetzt bei mir, Entschuldigung. So, jetzt geht's weiter. Ich habe jetzt mal hier ein Kniegelenk einfach mal als Muster fotografiert. Das war einfach mal sehen. Das ist natürlich ein Modell. Wir sehen hier abgeklappt, das ist die Kniescheibensehne. Das ist das Kniegelenk. Kniescheibensehne, die Kniescheibe, die dann hier bei der Bewegung auf dem Kniescheibenschlitten hin und her bewegt wird. Dann das Seitenband des Kniegelenks. Hier das Schienbein, Tibia genannt. Das Wadenbein, Fibula. Das Wadenbein mit dem Wadenbeinköpfchen. Und die beiden Menisken. Hier kann man schon wunderbar erkennen, steckt leider laufend. Ja, kann ich nichts dazu, ich kann nichts ändern dran, tut mir leid. Vielleicht wird es zumindest mal richtig aufgezeichnet. Also, das heißt, das Kniegelenk hier mit seinen Anzeigen soll zeigen, wie insgesamt wunderbar vernetzt ein Gelenk sein kann.
ne, bewegliche Elemente, die miteinander strukturell vernetzt sind und deswegen alle Möglichkeiten von Bewegungsformen zulassen oder eben langfristig ermöglichen. Der Knorpel der Kniescheiben und der Meniskus hier ist faserig flexibel, bildet also ein dichtes Netz von Bindegewebsfasern. Das hier und zum Beispiel Menisken, weil die müssen hohen Druck aushalten, hohe Widerstandskraft dadurch. Der Knorpel der Gelenkflächen, also hier zum Beispiel, und hier, der ist hyalin, der hat weniger Fasern, ist aber dadurch elastischer und hat eben hohe Druckfestigkeit durch die Elastizität. Das heißt, das ist wenig Fasern in diesem Knorpel, das hat viel Fasern, das muss mehr aushalten. Hier haben wir mal ins Kniegelenk rein geguckt. Ich habe das tolle Möglichkeit, dass ich alle Arten von Gelenken x-mal operieren durfte. Vielen Dank. Himmel. Hier haben wir zum Beispiel ein Kniegelenk, das ist seitlich jetzt. Ne? Hier ist wiederum der Kniescheibenschlitten. Ihr seht mal, wie der Knorpel hier so richtig herrlich schön glänzt und weich ist. Wie glatt geschmirgelt. Das ist doch wunderbar, oder? Wie eine Marmorstatue. Und hier unten sieht man zum Beispiel das Kreuzband. Wenn wir uns vorstellen, was das Kreuzband aushalten muss allein, dann haben wir so viel Ehrfurcht allein vor einem Kniegelenk und vor seinen Bändern, dass wir nur mit Ehrfurcht und mit Respekt verstehen können, wie überhaupt sowas funktionieren kann, und zwar jahrelang ohne Beschädigung. Auf der anderen Seite können natürlich Störfaktoren auch zu solchen Knorpelauftreibungen führen, man nennt die pommersche Randwülste, die eben dann wiederum zur Arthrose gehören. Der Knorpel kleidet also die Gelenkflächen aus, das haben wir gesagt, ist ein Netzwerk aus Knorpelzellen, sogenannten Chondrozyten und elastischen Kollagenfasern, das ist das Gerüst des Knorpels, die von einer wasserbindenden Grundsubstanz umgeben sind. Wir sehen hier, welche Rolle das Wasser spielt, weil hier ist zum Beispiel schematisch der Knorpel, habe ich mal selber aufgezeichnet, das sind die Knorpelzellen hier, die in der Oberfläche relativ dicht aneinander liegen mit den Knorpelfasern. Und das hier, das da rausschaut, was diese glänzende Oberfläche bildet, das sind Glykoproteine. Und die sind dadurch halt so wunderbar geschmeidig, weil sie so viel Wasser binden können. Und durch diese hohe Wasserbindungsfähigkeit fangen sie die Scherkräfte ab und reduzieren die Reibungskräfte. Die mittlere Gelenkfläche, die ist jetzt hauptsächlich dafür die Produktion von primärer Grundsubstanz. Und wenn hier die seitlichen Bewegungen abgepuffert werden, dann ist es hier in der tiefen Knorpelzone eben mehr der Druck, der dem entgegengestanden wird. Der verkeilte Knochen hier, der verkeilte Knorpel, Entschuldigung, der kurz überhand den Knochen ist, das ist dann eine ganz verdichtete Zone. Und der ist jetzt die Basis für die Stabilität. Wir sehen hier unten in der tieferen Knorpelzone sind die Knorpelzellen runder und sind in die Filamente, in die Fasern, wesentlich dichter eingelagert, aber dann in Säulenform. Das andere war kreuz und quer miteinander vernetzt und das unten ist in Säulenform dann praktisch, um jetzt richtig die Stoßfähigkeit zu erreichen. So, die Stoffwechselzentren des Knorpels sind also die Knorpelzellen. Die bilden Kollagen und Knorpelmasse neu und führen natürlich auch zur Regeneration. Eingebettet in die Grundsubstanz und das ist ein Geflecht von Eiweiß- und Eiweißzuckerverbindungen, die sogenannten Proteoglykane. Muss man sich nicht merken, aber dass da Eiweiß und Zucker eine Rolle spielt, ist doch enorm. Und das verleiht eben Spannkraft, Elastizität und Wasserbindung. So, Knorpel besteht zu 60 bis 70% aus Wasser, haben wir schon angedeutet. 20 bis 30% feste Bestandteile. Und mit dem Flüssigkeitsgehalt wächst die Spannkraft, die Druckelastizität und die Belastbarkeit. Na, man kann sich die Wirksamkeit von Hyaluronsäure und von den Chondroitinsulfat und Glucosamino und was weiß ich alles, wie die heißen, Mitteln für den Knorpelaufbau, die jetzt überall zitiert werden, vorstellen dahingehend, dass die eben den Knorpel zu dieser hohen Wasserspeicherungsfähigkeit verhelfen. Das ist einfach nur das Wirkprinzip. Natürlich müssen sie auch erstmal zum Knorpel hinkommen. Das hat was mit Energie und Durchblutung zu tun. Darüber sprechen wir natürlich gleich.
Die Elastizität vom Knorpel selbst und die enorme Druckfestigkeit erfolgt durch eben die, das verleiht dem Knorpel die Elastizität genau vom Knorpel selbst und die enorme Druckfestigkeit durch die tiefere verkalkte Zone. Haben wir schon alles gesagt. So, der Knorpel wird ernährt. Ja, wodurch? Durch Blutgefäße, logisch, oder? Da geht das Blut hin und so weiter. Nee, dem ist nicht so. Und das ist das Unglaubliche. Die Ernährung von Knorpel geschieht nicht durch Blutgefäße, auch nicht durch irgendwelche Verbindungen vom Darm zum Knorpel, sondern Wasser, Zucker und Aminosäuren werden durch die Gelenkflüssigkeit ernährt. Das heißt, die Synovia, die wird von der, also Synovia heißt die Gelenkflüssigkeit, die ist in der Gefäßinnenhaut produziert worden und diese Gefäßinnenhaut enthält eben zahlreiche Blutgefäße. Synovia wird in das Gelenk, in die Gelenkhöhle abgegeben und dann über Diffusion den Knorpel ernährt. Also der Knorpel wird durch Diffusion ernährt. Diffusion geschieht durch, wie bei einem Schwamm, durch Wechsel von B- und Entlastung. Rauspressen, ansaugen, rauspressen, ansaugen. So verrückt ist das. Das heißt, der Knorpel ist tatsächlich in der Lage, durch die Gelenkflüssigkeit in der kurzen Phase der Entlastung die Nährstoffe hereinzuziehen, die ihm zum Leben verhelfen und eben zu den ganzen Funktionen führen. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge vergehen lassen. Dieses körpereigene Beförderungssystem wird beispielsweise schon beim normalen Gehen beschleunigt. Ja, das ist die Ermahnung. Das beim Hund ist es, beim Menschen ist das Laufen, Sport und keine Ahnung was alles, aber beim Hund heißt es richtig viel Laufen. Der stete Wechsel von Druckbelastung und Entlastung, Druckbelastung und Entlastung des Knorpels wirkt wie eine Art Pumpe. Das heißt regelmäßige dynamische Bewegung, logisch, habe ich jetzt mal ein Ausrufezeichen dahinter gestellt. Das haben wir schon bei der Muskulatur gesehen, was die Bewegung alles ausmachen kann. Und beim Knochen. So, das haben wir gesagt, dass der eben keine eigenen Lymphgefäße, übrigens auch nicht, und auch keine eigenen Nerven hat. Das musst du mir auch vorstellen. Wir denken immer, der Knorpel tut weh bei einer Arthrose. Dem ist überhaupt nicht so. Der Knorpel empfindet gar nichts. Das heißt, da können Veränderungen stattfinden und trotzdem merkt der Hund gar nichts. Sondern der Schmerz kommt einfach von den Umgebungsstrukturen, wo die Nerven halt hinkommen. Faszien, Gelenkkapsel, Muskulatur und Bindegewebe. Da wird der Schmerz erzeugt. Das heißt, letztendlich müssen wir uns überlegen, was wir bei Schmerzen machen und woher die jetzt überhaupt kommen. Dafür dient halt die ganze Diagnostik. Dass der Knorpel keine Blutgefäße hat, das hat eben Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, dass er wesentlich stärkere Belastung standhalten kann. Logisch, wären die natürlich da Blutgefäße drin, würden ja bei jeder Bewegung abgedrückt. Geht gar nicht. Der Nachteil ist allerdings, er ist von der Gelenkflüssigkeit abhängig und die muss eben sauber sein und muss genug Aminosäuren enthalten. Auf der anderen Seite ist der Knorpel wesentlich schlechter als andere Gewebearten regenerationsfähig. Theoretisch heißt es eigentlich, Knorpel kann sich gar nicht erholen. Knorpelschäden können nicht vom Körper repariert werden. Ist nicht ganz richtig, aber manche sagen das noch. Zumindest mal kann man sagen, dass Knorpel schlechter aushält. Er braucht also mehr Unterstützung durch Bewegung, durch Nährstoffe und eben durch Therapieverfahren, die dem Knorpel wieder zur Regeneration helfen. Muss man auf die Uhr gucken. Oh ja, okay. Nein, ich bin stur. Ich lasse mich jetzt nicht hetzen durch die Uhr. Das reimt sich auch noch. Der piezoelektrische Effekt, das muss man, also, als ich das mir nochmal vor Augen geführt habe, das ist eigentlich der Hammer sowieso. Und wenn man das versteht, dann weiß man wieder, wie viel Respekt wir vor einem Körper und vor der Natur haben müssen. Und zwar dieser elektrische Effekt, den ich vorhin schon mal angedeutet habe, im Knochen, der durch Belastung entsteht. Ja, Belastung des Knochens erzeugt ein Energiefeld. Und das ist wie beim Magenwebinar, haben wir ja schon drüber gesprochen, dass die Magenwandmuskulatur eminent grundlegende und viel
Energie, elektrische Energie für den Körper eben erzeugt. So, das kann der Knochen aber auch, alleine durch die Belastung. Und jetzt kommt der Hammer, als ich das gelesen habe, die Quelle ist übrigens für diese Dinge, die Quelle ist das Buch von einem Roman, der Bewegungsapparat des Hundes, ich gebe es gleich noch an. Das ist wirklich toll, das jedem zu empfehlen, der sich fachlich dafür interessiert. Das heißt, dieser elektrische Effekt, der wird von Holz und von Wolle und von der Haut und von Bindegewebe und von Haaren und also auch vom Knochen ausgeübt. Das bedeutet, der Baum und das Gras erzeugt durch die Bewegung und an sich allein, dass er da ist, Energie. Das weiß man allein schon durch die Versuche, dass ein Apfel eine Glühbirne zum Brennen bringen kann. Bedeutet aber auch, diese Energie kommt in den Baum, geht in die Erde, kommt dem Baum zunutze und wird irgendwo gespeichert. Zumindest ist es beim Knochen so, dass diese Energie, die dort gebildet, eminente Grundlagen bildet für den gesamten Bewegungsapparat, Hormonstoffwechsel, Blutkreislauf und so weiter und so weiter. Das heißt, für die Funktionalität des Knorpels, darüber sprechen wir jetzt, ist die Arbeitsfähigkeit des piezoelektrischer Effekt des Knochens von grundlegender Bedeutung. Hat der Knorpel nicht diese Knochenenergie zur Verfügung, die allein in der Festigkeit und Flexibilität des Knochens besteht und eben auch von der Bewegung, dann sieht der Knorpel schon mal ärmer aus. Das muss man mal kapieren. Durch Belastung, zum Beispiel des Knochens, entstehen also diese, wie gesagt, die elektrischen Ströme, die über das Bindegewebe, wieder als Überträgersignal, das sind die, also die Kabel, das Bindegewebe, als bioelektrisches Signal weitergeleitet werden zu einem Körpersystem und zum Gehirn. Ich laufe heute Nacht nur 40 Kilometer, weil ich morgen ein ganz klein bisschen wenigstens schlauer bin. Nein. Doch, ich habe jetzt so eine Lampe hier, dass ich auch nachts laufen kann. Sie informieren nicht nur Osteo-, Myo- und Fibroblasten, das übersetze ich kurz. Osteoblasten sind die Zellen, die Knochengewebe neu bilden. Myo, Muskelgewebe, Fibro, Bindegewebe. Blasten heißt immer bildende Zellen. Perivaskuläre Zellen heißt, die um die Blutgefäße drumherum sind, sondern besitzen die Fähigkeit von Körpergewebe passend zum jeweiligen Gebrauch. Ja, das heißt, das Körpergewebe wird von den Knochen mit diesem elektrischen Feld informiert und geformt. Die Heilfelder, die wir vorhin schon mal genannt haben, werden bestimmt auch durch die Energieübertragung, die vom Knochen zum Gelenk über das Bindegewebe geleitet werden. Jetzt rege ich mich so auf, jetzt muss ich mal wieder zur Ruhe kommen. Als Beispiel einfach, ja, was sind diese Heilfelder und Energie von Knochen? Ich zeige jetzt einfach mal ein Bild. Distratio cubiti heißt, das sind Röntgenbilder, heißt, dass der Ellbogen hier, der Radius, das ist die Speiche, bei einem heranwachsenden Mops viel zu kurz geraten war. Der Radius, die Speiche, zu lang. Das sieht man ja, wie das hier aufgestaut wird. Ja, man sieht, die Knorpelzonen sind nicht geschlossen, da sind richtige Abstände. Und auf der anderen Seite ist die Ulna, das ist die Elle, hier viel zu knapp, die ist also viel zu kurz. Und dadurch krümmt sich praktisch der Knochen, krümmt sich so und drückt ins Ellbogengelenk rein. Hochgradige Erkrankung. Jetzt schau dir mal das rechte Röntgenbild an. Nach 3 Wochen, wie sich ein ganzes biomagnetisches Feld eines Knochens verändern kann. Die Ulna ist etwas mehr gerade, nach 3 Wochen wohlgemerkt. Radius hier, die Knorpelzonen sind nahezu geschlossen. Dort unten, das ist viel dichter geworden. Der Knochen ist stärker geworden und hat eine deutlich bessere Form. Bedeutet, nur mal jetzt als bildhaftes Beispiel, ein Röntgenbild, ein Knochen kann sich und ein Gelenk kann sich in relativ kurzer Zeit verändern und, sagen wir mal, stärker, besser eingebettet in ein Heilfeld sein, eben oder auch negativ. Jeder Knochen lebt und jedes Gelenk auch.
Elektrische Felder, jetzt sind wir gleich Schluss, aber das wird ja noch schlimmer, werden auch erzeugt durch Fließen von Flüssigkeiten mit geladenen Ionen. Nein, ich gehe jetzt nicht weiter. Ich sage das noch ganz wichtig, weil zu diesem piezoelektrischen Effekt gehört auch das Strömungspotenzial, was sogar durch das fließende Blut passiert oder durch das Fließen der Flüssigkeit durch die Matrix, das ist das Bindegewebe eben, ne? Da fließt ja leise überall Flüssigkeit durch. Und das bei Gewebsverformung, bei Bewegung erzeugt ein Strömungspotenzial, ein elektrisches Potenzial auf, und das arbeitet mit dem Energiefeld des Knochens zusammen. Das ist doch wunderbar. Okay, alles klar. Jetzt entspannt sich die Lage wie die Rose. Deswegen habe ich die genommen, ein wunderbares Gebilde. Ist jedes Gelenk im ständigen Wandel? Die Arthrose kann nach unten gehen und sie kann dynamisch, die Gelenkfunktionalität kann sich verbessern. Hier haben wir mal ein schlechteres Bild, ne? Die Hüftgelenkarthrose kann sich verschlechtern, da kann es Einbrüche geben. Schlimmstenfalls kommt da so ein eine Zellveränderung dazu, ich will jetzt gar nicht von den Tumoren sprechen, also irgendwann geht es immer weiter in die falsche Richtung und ein Gelenk kann auch besser werden. Ja, guck mal hier, innerhalb von 5 Monaten, das ist ein Hüftgelenk, was hier draußen hängt, also man kann kaum glauben, dass der Hund überhaupt noch laufen könnte. Jetzt schaut mal euch das an, das ist kein Trick, ganz normales Röntgenbild. Hier ist das Hüftgelenk in der Gelenkfalange drin. Das heißt, das Band ist straff geworden, die Hüftgelenkkapsel, und da hängt sie draußen. Innerhalb von 5 Monaten, es ist also wichtig, ein Gelenk dazu zu bringen, dass es in die richtige Richtung geht und eben nicht in die falsche. Nur mal als Beispiel. Warum haben so viele Hunde Arthrosen? Ja, also, das kann ich jetzt nur sagen aus meinem Blickwinkel. Ich habe 30 Jahre lang mir die Geschichten angeschaut. Und für mich sind dominant die Fehler. Die Fehler, die nicht nur der Besitzer, sondern auch dieser und jener macht. Hauptsächlich die Fehlernährung. Also ich würde sagen, wenn ein Hund richtig ernährt wird, dann muss er sich schon anstrengen, eine richtige Arthrose bekommen. Selbst Wachstumsstörungen im Ellbogengelenk. Selbst Hüftgelenkdysplasie ist nicht alles angeboren, sondern die Gene bestimmen natürlich die Richtung. Aber den Grad von von Gelenkveränderung, das bedingt immer die Magen-Darm-Aktivität und die Ernährung und die Nährstoffe und die Sauerstoffversorgung des Gelenks und so weiter und so weiter. Die Fehlverdauung, nicht zu vergessen. In Fehlverdauung, das haben wir im Webinar des Magens ja schon alles besprochen, da gehen unheimlich viele Nährstoffe verloren und es werden viele, viele Radikale und Säuren gebildet, die dann wiederum die Gelenkernährung belasten können. Gifte, ja, also was man aufnehmen kann, im Wasser nimmt man Chlor zu sich, äußerlich werden Flohgifte und dies und jenes auf die Haut getan und diese gehen auch in den Körper größtenteils hinein und belasten natürlich auch eventuell Gelenkfunktion. Dessen muss sich klar sein. Medikamente, ne, auch Wurmpillen zum Beispiel, die sehr früh im Stadium viel zu häufig gegeben werden, das sind auch Medikamente, die letztendlich ihren Schaden anrichten, eventuell für die Gelenkfunktion. Keime, Bakterien, ne, wenn der Magen nicht richtig funktioniert, alles wiederum beim Magen nochmal sich anschauen. Die Keime, die durch die ungeschützte Magenwand ins Blut eindringen, können durchaus den ganzen Körper vergiften und auch wiederum aufs Gelenk schlagen, alles klar. Ganz, ganz wichtig, der Mangel an Bewegung. Welcher Hund darf sich denn schon genug bewegen? Euren Hunde natürlich, ich möchte mich ja mit euch gut stellen, haben alle ausreichend Bewegung, machen auch. Aber es gibt auch Hunde, die haben eben zu wenig Bewegung, fressen zu viel, kriegen noch Wurmpillen und was weiß ich alles. Irgendwann ist das natürlich zu viel für die Gelenke. So, Gelenkprobleme entstehen zum Beispiel, kennen wir vom Magen her, durch die Schwächung der Abwehrschichten. Das führt zur Blutverschmutzung. Das Blut wird dann hier sehr dick, ne? Sieht man ganz typisch. Das ist ein Arthroseblut und solche Kristalle, Gase schwirren dann im Blut rum, die natürlich irgendwo abgelagert werden und
Wir haben ja verstanden, wie empfindlich die Ernährung des Gelenks ist. Und wenn die jetzt natürlich im Gelenkbereich, in den Gelenkinnenhaut sich ablagern, diese Kristalle hier, dann sieht das schon wieder nicht ganz gut aus. Diese Zubildung und die Veränderung, die Blutverschmutzung, erzeugt einen Mangel an Licht, Sauerstoff und behindern die Drehkraft der roten Blutkörper und natürlich auch die Versorgung von Nährstoffen. Und was ganz wichtig ist, sie behindern das Immunsystem. Diese Kristalle entstehen durch weiße Blutkörperchen, die hier die Säuren auffressen und dadurch kaputt gehen, denaturieren und dann eben hier in diesen Kristallen auch inaktiviert werden. Die merken also nicht, wenn eine Gelenkentzündung stattfindet und können nicht darauf reagieren. So, das machen wir ein bisschen schneller, weil ich möchte nachher noch ein paar Fragen vom Chat beantworten, aber erst, wenn wir fertig sind, mit dem Verständnis. Blutverschmutzung führt natürlich zu einer Verstopfung der Lymphe, der kapillaren Blutgefäße, das sind die feinen Blutgefäße, die bis in die Gefäßinnenhaut, Gelenkinnenhaut gehen, und so weiter und so weiter. So, die Magenschwäche, das haben wir im Magenwebinar wunderbar geklärt, ne? Dass die hier letztendlich eine starke Beeinflussung der Elektrik und der Energie des Körpers hervorbringen, die Gelenkfunktion mancher Gelenke nachhaltig bedrücken kann. Ja, jetzt hängt es bei mir. Nochmal. Ja, dazu kommen dann noch Schäden, die manchmal auch medikamentenbedingt sind. Schmerzmedikamente, Schilddrüse, Wurmpillen und was weiß ich, was die Hunde alles verarbeiten müssen, erzeugen durchaus Impfungen, Schäden an der Milz, das ist die Milz, die ist hier geschwollen, und an der Leber. Und das gibt Blockaden der Immunzellen, die dann letztendlich wieder im Gelenk nicht oder im Bewegungsapparat nicht die richtige Funktion ausüben können und natürlich auch der Lymphe. Noch eins so wieder speziell, Arthrosen, darüber sprechen wir jetzt ja, sind Mitochondriopathien. Die Energieapparate der Zellen, die sind letztendlich die Leistungsträger, aber auch die am schnellsten zu leiden haben bei Fehlern, die wir zu viel machen. Und dadurch werden letztendlich die Gelenke erst krank, wenn die Mitochondrien kaputt gehen, der Knorpelzellen. Mitochondriopathien, die Verluste an Energiebildung der Knorpelzellen, an Nährstoffen, Feuchte und Sauerstoff, inaktivieren die Gelenkteile. Sie entwickeln sich nicht richtig, degenerieren und sterben ab. Ist klar, Mitochondrien kaputt, Zellen kaputt, funktioniert nichts mehr, Gelenk auch kaputt. Die Dominanten haben wir schon besprochen, jawohl. Ihr seid ja schon alle sehr gebildet. So, dazu kommen noch die Darmprobleme. Dann haben wir einen Mangel an Biomagnetismus, also an den Magnetfeldern des Körpers für die Gelenke. Auch schon Darmschwäche, alles schon besprochen. Das gibt Schäden am enteritischen Nervensystem. Warum hat denn das eigentlich Bedeutung für die Gelenke? Weil die Gelenke so viel Wasser enthalten und die Nerven, die darüber bestimmen, wie viel ein Hund trinkt und wie viel Wasser er überhaupt verarbeiten kann und das zu den Gelenken führen kann, die Rezeptoren sind nämlich im Darm, im enteritischen Nervensystem. Das ist der Hammer. Ne? Das heißt, wenn wir das Wasser zum Futter mischen und denken dann, jo, dann hat das Gelenk viel feuchter, das ist Unsinn. Umgekehrt, der Magen wird immer schlechter. Der Darm, der gesunde Darm, der stellt eben die Rezeptoren zur Verfügung, die darüber bestimmen, wie viel Durst der Hund hat und wie viel Wasser er zu seinen Gelenken bringen kann. Deswegen ist das tatsächlich von Bedeutung. Dann kommen noch dazu, durch Fehlverdauung, Magenaufgasung, radikalisierte Darm-Mikroorganismen, also Bakterien, Giardien und was weiß ich alles. Dadurch gibt es dann Sauerstoffmangel, Informationsmangel, das Gewebe wird zu sauer und dadurch leiden auch Gelenke. Nierenblockaden, das haben wir schon gesagt. Ne? Magen, Darm, Nierendurchblutungsprobleme. Niere wiederum für das Gelenk-Qi zuständig. Der Chinese sagt, das Knochen- und Gelenk-Qi, die ursprüngliche Kraft dafür, sitzt im Nieren
Qi, also im Nervensystem, im Harnwegssystem. Ganz, ganz wichtig, das bedenken wir nicht so viel, aber es hat eine insgesamt Bedeutung. So. Ja, wird langweilig. Hängt man schon zum Magen oder zum Gelenkhaus. Das heißt, dazu kommen natürlich noch Medikamentenfolgen dazu. Aha, doch wichtig. Beschädigungen durch überflüssige Operationen. Ja, manch einer denkt sich dran, dass wir, oder denke bitte dran, dass wir Operationsmethoden haben, die, wenn man sie insgesamt überlegt, nicht unbedingt so ökonomisch sind. Manche können ganz vermieden werden. Darüber werden wir noch in den ganzen Webinaren ausführlich besprochen, sprechen. Zum Beispiel über das Ellbogengelenk. Aber es gibt auch Operationsverfahren, die vordergründig ganz toll sind und super Erfolge haben, aber letztendlich vielleicht für den Hund, für seinen Energiestoffwechsel der Gelenke nicht so toll, weil eben diese Implantate hier, das war eine Kreuzbandrissoperation, diese schweren Platten und Schrauben nämlich meistens im Gelenk drin bleiben. Fraglich, ob das wirklich ökonomisch ist. Ich zeige noch Alternativen auf. Wir werden noch viele, viele Webinare, wenn ihr denn so wollt und auch Energie dafür habt, noch über die einzelnen Themen durchführen. Ich muss hier immer ein bisschen warten, bis die Folie mal kommt. So, ach Gott, jetzt wird es aber wirklich heftig, okay. Da gibt es ja jetzt auch noch Gelenkenergie über Energiestraße, wirst du öfter. Ist doch Wahnsinn, oder? Wie ein Körperbau funktioniert hat. Die Milz hat also wirklich was mit der Muskulatur zu tun. Nehmen wir es mal so hin. Die Chinesen sagen das seit Tausenden von Jahren und das müssen wir uns erstmal jetzt wieder vor Augen führen. Die Milz hat Anteil an der Kraft der Muskulatur. Die Leber an der Funktionalität der Sehnen und Faszien. Der Kreuzbandriss ist ohne Leberprobleme in meiner Welt nicht denkbar, es sei denn, es passiert ein Autounfall. Die Niere bildet das Knochen-Qi, haben wir schon gesagt, und Gelenk-Qi. Und die Lunge hat was mit dem Muskel-Eiweiß zu tun. Ja, merken wir uns mal. Dann gibt es sogar noch Meridiane, das wisst ihr inzwischen alle. Ihr habt schon mal wahrscheinlich so eine Nadel in irgendeinem Meridian bekommen, ne, damit die Schmerzen in der Wirbelsäule weggehen. Und die gehen von inneren Organen auch zu den Gelenken. Das hat tatsächlich weitreichende Bedeutung. Das ist also nicht nur Spielerei des Körpers. Das heißt, nehmen wir mal als Beispiel, durch das Hüftgelenk ziehen oben der Blasenmeridian und unten der Gallenblasenmeridian. Ist verrückt, hä? Das heißt, der Gallenblasenmeridian oder die Gallenblasenfunktionalität hat tatsächlich eine Bedeutung für die Entwicklung des Hüftgelenkes. Schon merkwürdig. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele. Die machen wir aber ganz kurz. Man kann sich ja nachher nochmal anschauen. Galle, Magen und Dünndarm. Der Magen, das haben wir schon besprochen beim Webinar, hat eine Bedeutung für die Halswirbelsäule und zwar für das Genick. Ja, die atlantoaxiale Subduktion, also Genickprobleme, haben viel mit dem Magen und mit dem Dünndarm zu tun. Das Wobbler-Syndrom bei Neufundländern mit dem Dünndarm. Der Darm, den Darm finden wir wieder im Ellbogengelenk. Hier ist der Dickdarm und hier der Dünndarmmeridian. Schulter, da finden wir den Dickdarm, die Lunge, das Leber, die Leber. Alle inneren Organe, ganz, ganz interessant und wichtig, alle inneren Organe finden wir an der Wirbelsäule wieder. Oft zitiert am vorletzten Brustwirbel der Magen und die Milz. Unglaublich, was das für eine Bedeutung hat. Das heißt, eine Magenfunktionsstörung kann halt hier einen Bandscheibenvorfall erzeugen. Und der Bandscheibenvorfall tut dem Hund auch nicht, dem Magen auch nicht gerade gut. Hier das Hüftgelenk, wie gesagt, haben wir schon genannt. Knie, ganz verrückt. Die Kniescheibenschwäche des jungen Hundes hat immer in meiner Erfahrungswelt mit dem Magen irgendetwas zu tun. Gallenblase, Leber, Kreuzband, Milz, Menisken, Magen, Kniescheibe. Beim Sprunggelenk ist ganz groß die Niere, das Nieren-Qi zu finden. Ne?
Alle Sprunggelenksentzündungen, die ich analysiert habe, hatten irgendetwas eben wieder gesagt mit den Harnwegen zu tun. Prostata, klar, ne, die sitzt direkt hier unter der Cauda equina, das ist der letzte Lendenwirbel zum Kreuzbein. Die Prostata hat natürlich hier, spielt also eine Rolle und bei der Hündin eben auch vermehrt das Blasenchi. Die Blase zeigt sich auch in der Wirbelsäule. Jetzt habe ich mal hier ein Beispiel wiederum für das Heilfeld, was eben durch auch das organische Licht erklärt werden kann. Da haben wir hier eine Fraktur vom letzten Lendenwirbel und nach 5 Monaten ist der Lendenwirbel ausgeheilt. Seht ihr das hier? Das sieht vollkommen normal aus. Der ist frakturiert und da hat es Probleme gegeben. Nur mal so, nicht weiterfahren, was es ist. Es ist einfach nur mal, wie kann sich ein Wirbel durch die Komplexität der Krafteinwirkung tatsächlich verändern zum Guten. So, wie vermeiden wir Arthrosen? Wir sind gut in der Zeit. Ist doch gut, dass ich meine neue Uhr dabei habe. Ich hoffe, ihr seid alle noch an Bord und habt gute Übertragungsmöglichkeiten. Wenn nicht, wird das sicher korrekt aufgezeichnet. Man kann das später noch anschauen. Da gehe ich jede Wette ein. Ansonsten wird noch auf anderen Internetseiten dieser Vortrag genauso wie das Webinar zu sehen sein. So, wie vermeiden wir die Arthrosen? Also, erstens, Wahl der Nahrung und der Ernährungsstrategien. Ist ja logisch, beim Backhaus spielt die Ernährung immer irgendwo eine Rolle, aber hier dominant. Ernähr den Hund richtig und zwar früh genug, dann brauchst du auch nicht so viel Angst vor Arthrosen zu haben. Weil Arthrosen sind doof und schmerzhaft und teuer vor allen Dingen. Freiheiten von Giften in Pflegemitteln. Überlegt euch die ganzen Anti-Flo und Anti-was-weiß-ich-Mittel, ob wir da nicht ein bisschen auch auf die Karnier verzichten können und dafür biologische Produkte nehmen. Entschuldigung. Reduzierung der Medikamentenflut. Die Hunde, die ich so analysiert habe, haben oft viel zu viel Medikamente bekommen. Entzündungshemmer, Schmerzmittel, Säureblocker, Wurmpillen, was weiß ich, ihr kennt das alles, Schilddrüsenmedikamente. Ja, soll man ein bisschen kurzer halten, weil alle chemische Medikamente erzeugen Radikale und die rauben den Gelenken auch ihre Nährstoffe. Die Vermeidung überflüssiger Operationen haben wir schon gesagt. Bewegung, nochmal Bewegung und nochmal Bewegung. Bitte sehr. Ganz wichtig auch die Vitalstoffe. Ja? Selbst die beste Ernährung ist inzwischen so verarmt an Nährstoffen, einfach durch das Wachstum der Pflanzen und der Rohstoffe draußen, auch durch das Fleisch, dass wir eben für gerade für Prophylaxe und für Grenzsituationen auch Vitalstoffe einsetzen können oder sogar sollen. Was machen wir jetzt bei Erscheinung von Arthrosen? Mehr Bewegung. Ja? Meistens wird der Fehler gemacht, es wird geschont. Also ganz, ganz selten schon. Und wenn, dann nur für ein paar Tage. Selbst wenn der Hund auch denkt, er hätte Schmerzen oder ihr, meistens denken ja die Besitzer, der Hund hat Schmerzen. Der Hund hat ja viel, viel weniger Schmerzen, als viele annehmen. Ne? Hat er hebt mal die Pfote und oh, der leidet, ich muss Schmerzmittel geben. Das sollen wir nicht so machen, sondern gucken, was das wir in Gang bringen, verschiedene Verfahren einsetzen, Umschläge, homöopathische Medikamente, aber möglichst schnell wieder in die Bewegung reinbringen. Das, was die Fußballspieler von Dortmund, Borussia Dortmund machen müssen, das müssen eben auch die Hunde machen. Nicht zu lange schonen, nicht zu viel schonen, nicht an der Leine halten. Der Hund wird erstens zurück dadurch und zweitens mal entgeht ihm die Möglichkeit, durch die Aktivierung der elektrischen Felder und der ganzen Körperenergien sein Gelenk von selbst aus sein zu lassen. Dann gibt es pflanzliche Schmerzmittel. Man muss nicht immer gleich die Chemie zitieren. Es gibt auch pflanzliche Schmerzmittel. Nehme ich als Beispiel, ich nenne ja nur Beispiele, das Freiheit dünn. Das gibt es als Pulver oder als Flüssigkeit. Ich liebe es, weil es den Schmerz nimmt durch Energieförderung, durch Blutungsförderung. Das ist das Sinnvolle. Das heißt, die Stagnation, die Blockade soll aufgehoben werden. Dann fließt die Energie besser, geht natürlich auch der Schmerz weg. Homöopathische Medikamente. Ich habe einfach mal ein paar Beispiele gegeben. Zehl und Traumehl. Das kann man in der Apotheke holen. Und das ist wirklich für viele Fälle sehr interessant. Zumindest als flankierende Maßnahme. Zehl sind Tabletten. Traumehl gibt es auch als Tabletten oder als Tropfen. Das sind also homöopathische Komplexmittel. Und es gibt die auch als Einzelmittel. Ich nehme mal ein Beispiel. Hüftgelenksprobleme. Ruta D3. 4-mal täglich. Hat mir ein Tierarzt vor 30 Jahren im Bus erzählt.
Ich habe es nicht glauben können, ich habe es aber ausprobiert. Das ist einfach toll, wie einzelne homöopathische Medikamente in einem bestimmten Potenzierungsgrad eine Auswirkung auf ein spezifisches Gelenk haben. Berberis D3 ist das Sprunggelenk, Ruta D3 zum Beispiel nur jetzt das Hüftgelenk. Massage, klar, ihr sollt alle Masseure werden oder euren Nachbarn holen, der eine tolle Massage durchführen kann. Physiotherapie, Osteopathie. Es gibt inzwischen viele Leute, die das machen können. Es gibt natürlich auch Spezialisten, wo man hingeht, die das in direkt anstatt von Schmerzmitteln eben machen können, um die Energien des Körpers wieder in Bezug auf seine Gelenke, sein Bewegungsapparat wachzurütteln. Ernährung, was können wir da machen? Ich habe es ja schon genannt. Eventuell 1 bis 2 Tage Fasten. Also ein Hund, eine schwere Arthrose, ist es immer sinnvoll, das ist übrigens auch wissenschaftlich schon längst bewiesen worden, in 1-2 Tage fasten zu lassen, also erstmal den ganzen Dreck aus dem Körper raus. Dann mache ich meistens eine Darmsanierungskur, kann man auf dem vorhandenen Futter machen, aber für mich ist optimiert die Basis das Care, das sind Kroketten. Dazu halt das Darmdünn, oh, das kennt jeder, das ist die Darmreinigung und die Belebung. Und vielleicht sogar bei Arthrosen noch das Zeodün dazu, weil das die Säuren und Radikale eben im Magen und Darm aufsaugt und darüber über den Darm zur Ausscheidung bringt. Das entlastet das Gelenk. Traubenkernöl als Öl, als Fettsäuren für die Antioxidantienversorgung. Allerdings immer nur so 2-3 Wochen. Später kommt das Lachshanföl. Das sind die Omega-3-Fette, die dann die Geschmeidigkeit in der Längskapsel wieder provozieren sollen. Das gibt man eher langfristig. Das Holodyn, ah, das ist der große Leistungsträger, das Nieren-Qi. Ne? Da kommen wir jetzt wieder zu den Harnwegen. Das Nieren-Qi regiert die Gelenke. Das heißt, die Geschmeidigkeit und Funktionalität von Gelenkkapseln, Bändern und Faszien, da ist das Holodyn. Das kann keinen Schaden hervorrufen, wenn man es nicht maßlos überdosiert. Das führt aber letztendlich dann doch zur Flexibilität der Bänder und Faszien, die ganz wichtig sind eben jetzt für die Gelenkfunktion. Und mein Tipp ist halt immer, die spätere, wenn das erfolgreich ist und das Gelenk funktioniert wieder, dann eben langfristig auf kaltgepresste 5-E-Nahrung umzustellen, weil die der Garant ist für Magen-Darm-Kraft, die letztendlich nachher das beibehält, was wir erreicht haben. Ja? Das heißt, die Strukturverbesserung und Energieübertragungsverbesserung vom Magen, Darm, Knochen und so weiter zum Gelenk wird am längsten aufrechterhaltbar, zumindest in meinen Erfahrungen, durch eben langfristige Fütterung von kaltgepresster 5-E-Nahrung. Weitere Vitalstoffe sind zum Beispiel die Arthrotabs, die dienen der Gelenkfunktionalität, die kommen also von vielen Blickwinkeln, haben die eine Auswirkung. Chondrodyn ist ein Pulver, das ist ganz speziell nur für den Knorpelaufbau sehr stark, vorsichtig dosieren, also gerade mal vielleicht 1 bis 2 Gramm. Eine Dose hält also mindestens einen Monat. Tissiodyn, wir haben deswegen über die Wichtigkeit des Bindegewebes geredet, um verstehen zu können, warum es überhaupt etwas fürs Bindegewebe gibt. Das Tissiodyn. Nicht alles auf einmal, aber vielleicht erstmal an die Gelenke denken, nachher nochmal eine Zeit lang ans Bindegewebe. Gelenkkraft ist alles zusammen. Strukturbausubstanz ist das also mehr für die langfristige Unterstützung oder wenn man jetzt nicht genau weiß, wo der Hahn kräht, dass man also erstmal was insgesamt einfach für Gelenkstärkung gibt. Holodyn haben wir besprochen. OBC-Tabletten sind eigentlich ziemlich gut, weil sie die Durchblutungskraft der Gelenkinnenhaut verstärken, ja, über die Verstärkung der Drehkraft der roten Blutkörperchen. Algen machen immer Sauerstofftransport, Drehkraft der roten Blutkörperchen, Durchblutung für die Gelenkinnenhaut und eben zusätzlich für das Knochen-Qi. Weil da ist so ein bisschen Ginseng drin und Ginseng stärkt eben die Knochen elektrische Energie. Rehadyn, das sind Vitamine und Mineralstoffe und Aminosäuren vor allen Dingen für die Regeneration. Also angenommen, ein Hund ist operiert worden, hat was an den Gelenken und wir wollen zusätzlich noch was einfach für langfristige Erholung geben. Sporteln ist ganz speziell für die Muskulatur, auch Aminosäuren etc. Aber das ist mehr, sagen wir mal, wenn die Hunde durch die Gelenkfunktionseinschränkung eben schwache Muskulatur haben.
Dann zusätzlich Sporteln. Auf der anderen Seite, Sporteln kann man auch durchaus mal geben, weil es eben den ganzen anderen Substanzen nicht widerspricht. Die sind alle kompatibel. Ich habe die alle so zusammengebaut, dass die halt auch, wenn man jetzt drei zusammengibt, zueinander passen. Titus Musculus dünn, da muss man immer aufpassen, dass da keiner so einfach mal so rangeht, weil das schmeckt so lecker. Und das ist für die Blutung und Magenwandverstärkung und ist ganz speziell für die roten Blutkörperchen, die dadurch zum Fließen gebracht werden. Heißt, bessere Sauerstoffversorgung des Gelenks. Immer Vitamin B-Komplex, wenn irgendwas Schlimmeres mit den Gelenken ist, immer an B-Komplex denken. Das geht an die Mitochondrien dran, an die Energiebildung, an die Aminosäurenverarbeitung und so weiter. Ich habe hier jetzt einfach mal nur Mitochondrien dazu geschrieben. Und dann nochmal so, wenn man jetzt ein bisschen sparen will, einfach was für doch das Blut und die Gelenkkraft geben will, ist das Trio Algo, ist wirklich toll preiswert und das erzeugt wiederum gute positivierende Faktoren auf Sauerstofftransport und Drehkraft des roten Blutes. Therapiehilfen. Kräuterkissen. Ja, gibt es alles beim gesunden Tier. Das ist super. Das sind chinesische Kräuter. Ich kenne auch den, der das rezeptioniert hat. Das macht man hinten auf die Lendenwirbelsäule, aufs Kreuzbein, auf das Gelenk, indem man es vorher erhitzt hat in einem Dampfbad. Qigong-Massage. Also in meiner Welt muss jeder Hundebesitzer eigentlich so einen Qigong-Kamm zu Hause haben, weil der ist billig und damit kann man so schön die Energien hier bewegen, die des Blasenmeridians, des Rückens und damit dann letztendlich auch der anhängenden Gelenke, Kniegelenk, Sprunggelenk etc. TDP-Lampe, das ist eine chinesische Lampe, die durchaus man auch zu Hause haben kann, aber eher vielleicht auch für Fachleute, die elektromagnetische Energie auf die Gelenke und auf den Körper überträgt, lokal Umschläge mit Algenschlamm, ist ganz toll. Gelenkschwellung, einfach ein Handtuch drumherum, innen drin eben eine Packung von Algenschlamm, eine halbe Stunde hängen lassen. Ganz einfaches Hilfsinstrument. Warte auf die Folie. Ja, was machen wir generell für die Gelenke? Wir passen auf, wenn was schief geht. Das heißt, auch wenn die Hunde schon so ein bisschen im Alter von 4 Monaten, ein bisschen vorsichtig mit dem Ellbogengelenk, hier denkt an die Schotulna, ein bisschen drehen im Handwurzelgelenk, da sofort reagieren, gucken, woran liegt das, was kann ich machen? Okay, also der Darmmeridiane sind nicht stark genug, ja, gleich was geben, Holodünn, eine Darmsanierung machen, dass die Gelenke sich vorne wieder gerade stellen. Früh genug um die Gelenke kümmern, also auch um die Hüftgelenke. Kein Hüftgelenk-Dysplasie ist ausschließlich in den Genen bestimmt, sondern ist auch von der Ernährung und Bewegung abhängig. Das kann ich euch garantieren. Die Schott-Ulna, Simoda-Erkrankung, bei den Labradors, dass einfach die Ulna jetzt zu kurz ist, die Elle. Ne? Das sind einfach Wachstumsstörungen, die mit den inneren Organen zusammenhängen. Wir haben ja gesagt, wir finden hier in dem Bereich, wo die Ulna zu kurz ist, finden wir den Dünndarm-Meridian. Dünndarm-Meridian. Ja, verrückt, ne? Hier, Patellaluxation. Wenn die wackelnden Kniescheiben haben, dann an die Lockerheit des Bandes durch Magenschwäche denken und so weiter. Also früh genug reagieren. Zeige euch jetzt mal auch nochmal ein Bild und auch ein bisschen kritisch sein. Wenn ihr Operationsverfahren macht, ne, man kann jetzt die künstlichen Hüften reinbauen, wenn die Hüften nicht so toll sind. Das ursprüngliche Erleben von den künstlichen Hüften, ich habe das in der Ohio State University in Amerika gelernt, war, dass die Hunde nachher eine neue Hüfte hatten und dann eingeschläfert wurden. Das war mein Ursprungserlebnis. Da habe ich angefangen nachzudenken, ob das so also sinnvoll ist. Letztendlich kann man auch das anders machen. Man kann nämlich auch die Gelenke drin lassen und dann mit den verschiedenen Verfahren oder auch Operationsverfahren so versorgen, dass so eine Entwicklung hinkommt. Guckt hier, da ist das Hüftgelenk ist hier subluxiert, das hängt hier halb draußen und da ist es drin. Nach der von mir entwickelten Laser hat die Operation. Keine Werbung für die Operation. Nur mal als Hinweis, man kann, wenn jetzt eine Gelenkschwäche vorliegt, man sollte sich erstmal überlegen, was man macht. Dann sollte man analysieren, woher das kommt. Und dann sollte man einfach nochmal ein bisschen ins Webinar gucken, was kann ich als Besitzer denn jetzt selbst machen,
um das eventuell auch so in den Griff zu bekommen. Und nicht, dass ich plötzlich dastehe und habe 6.000 € investiert und sage, scheiße, mal, jetzt kommt er mit den künstlichen Lüften eigentlich auch nicht so klar. Und die ganze Schonung und so weiter und so weiter. Also überlegen, Informationen einholen und so weiter. Toll, sowas von pünktlich. In diesem Sinne, ergreift die Initiative. Wenn was zu schnell ging, einfach 104 Mal das Webinar nochmal anschauen. Die Möglichkeit besteht ja sicher. Oder halt, wir treffen uns auf den vielen Seminaren, die wir durchführen. Am Samstag hatten wir das Partnerseminar. Ah, da ging die Post ab. Wir haben über den Magen und alles Mögliche geredet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das ist für mich eine große Freude. Ich bin sehr dankbar, dass ihr zuhört, dass ihr mitmacht, dass ihr aktiv seid. Und das nächste Webinar geht über Allergien und über das Immunsystem. Gibt es noch was? Nö, es ist schon. So, jetzt habe ich ja versprochen, jetzt suche ich mir mal ein paar Fragen raus. Ich bitte um Vergebung, dass ich die 1 Milliarde, vielen Dank, super 2015. Ach so, ihr habt natürlich auch noch die grandiose Möglichkeit, nachher bei der Bewertung des Seminars mir vielleicht doch einen Stern zu geben, dass ich mir ein ganz klein bisschen Mühe gegeben habe. Mal so ein kleiner Wink mit dem Fingerzeig. So, jetzt fragen wir noch, beantworten wir mal ein paar Fragen. Ne? Pass mal auf, ich gucke mal was raus. Okay. Jetzt verrutscht das. Super, okay. Hier fragt jemand, was kann man bei Bandscheibenvorfällen zur Regeneration machen? Ganz toll. Ups. Einschalten, das kann man nicht sehen. Nee, wieso? Ich beantworte es doch gerade. Ah Aber ja? ich sehe nichts von Schatten. Ja, brauchst du doch nicht. Ja, aber andere können es dann auch nicht sehen. Nee, habe ich ja extra so gemacht. Das ist aber blöd. Das ist Nö, ist ganz nicht schlecht. blöd. Okay, jetzt hast du wieder dein Bild. Okay, alles klar. Jetzt könnt ihr alle sehen, was hier steht. Ich habe mich wieder durchgesetzt. Was kann man bei Bandscheibenvorfällen zur Regeneration machen? Erstens, Bewegung. Vielleicht Unterwasserlaufbahn, Physiotherapie. Ist ja logisch, das weißt du schon alles. Zweitens aber die Qigong-Massage. Jeden Tag, zweimal täglich, 5 Minuten. Drittens, Darmsanierung mit Darmdünn und Holodünn. Und Chondrodyn. Chondrodyn ist ja für die Bandscheibe, für den Knorpel. Holodyn ist für den ganzen Blasenmeridian, für die Flexibilität der Bandscheibe. Und Darmdyn ist eben von innen für die. Ja, richtig, Kia. Die Silvia sagt natürlich Osteopathie. Das kann ich durchaus weitergeben. Na klar, wir haben im Partnersystem, müsst ihr mal auf der gesunde Tier-Partner-Seite auch nachschauen, haben wir hervorragende Osteopathen und auch Partner, die tatsächlich ein Laser haben. Ganz, ganz toll hier, wie die Silvia Rösner. Das kann man nur empfehlen, gerade für die Bandscheiben. Ne? So, was gibt man zusätzlich bei Magenschmerzen? Tolle Sache. Fasten. Ja? Magenschmerzen hat jetzt nichts mit Gelenken zu tun, indirekt, ja. Aber Magenschmerzen gebe ich Nux Vomica D6 drei bis viermal täglich in Tropfenform. Und Amara-Tropfen zum Beispiel von Weleda. Und ganz toll bei Magenschmerzen und Übersäuerung ist das Sikapur. Das ist so ein Gel. Das gibt es in jeder Drogerie und Reformhaus. Sikapur als Gel oder DM-Markt. Sikapur als Gel. Das kann man einfach mehrfach täglich in den Magen geben. Ist besser als jeder Säureblocker und das ist auch gegen Magenschmerzen. Okay. Aschite. Ja, das ist halt blöd, ne? Haben das gefüttert, was ich so empfehle, und trotzdem hat er noch was an den Gelenken. Ja, blöd halt. Das wäre halt jetzt gut gewesen. Wir hätten mal analysiert, warum der jetzt was an den Gelenken bekommt. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ein Tipp, wenn man wissen will, was hinter einer Gelenkerkrankung steckt, im wahren Sinne, gerade wenn auch, sag mal, die Blutwerte eigentlich normalerweise okay sind, es kann ja eine autoimmunbedingte Polyarthritis sein, zum Beispiel. Ne, das sind die Globuline meistens hoch, aber ganz, ganz schlau ist das Dunkelfeldmikroskop. Da kann man doch sehr oft sehen, warum überhaupt sowas stattfindet, obwohl man eigentlich keine Fehler gemacht hat. So, wie lange darf Chondrodyn und Titus Musculus dünn bei Gelenkproblemen geben? Ich sage jetzt mal langfristig. Ne, es ist
So, ich habe jetzt noch keine Überdosierung festgestellt und ist eigentlich auch nicht theoretisch möglich. Aber auf der anderen Seite denke ich immer kurweise. Ne? Man soll jetzt nicht alles Geld investieren. Also ich sage jetzt mal immer 3, 4 Wochen und dann muss man auch sehen, was es bringt. Und wenn man dann sieht, man lässt es weg und es geht nochmal zurück zu den Problemen, dann kann man es ja durchaus nochmal 2, 3 Wochen geben. Aber jetzt nicht zu lange. Linkes Kreuzband Wechsel oder dünn, Gelenkfibrillation, Vitamine B und Ö. Sehr gut. Doch, das glaube ich, geht ganz gut. Wichtig ist, dass also Dobermann Bullterrier, ne? Aktiv und muskulös, Kreuzband angerissen. Läuft gut. Da gebe ich einen Tipp. Sucht euch einen Partner raus, der die Lasertherapie von außen macht. Das kann das Kreuzband wieder festigen. Auf der anderen Seite ist ganz wichtig, wenn man es 5E kaltgepresstes Futter gibt, dass das nur einmal morgens gegeben wird, ne? Manche machen das zweimal täglich oder dann noch zu viel Kauartikel oder Leckerchen dazu. Also das heißt, da muss man ein bisschen nochmal über die ganze Strategie nachdenken. Kann man etwas gegen Spondylose machen? Etwa um diese rückgängig zu machen? Wenn ja, was? Boah, jetzt soll ich hier einen auf schlau tun. Jawohl, kann man machen. Die Spondylose, da haben wir ja vorhin über die homöopathischen Einzelmittel gesprochen. Tatsächlich, da ist ein Einzelmittel. Das Hekla Lava D4. Viermal täglich gegeben. Hekla Lava D4. Könnt ihr in der Apotheke einfach kaufen. Das ist ein komisches Mittel, weil das tatsächlich bei Spondylose etwas ausmacht. Ansonsten wieder das gleiche. Qigong-Massage, von außen Lasertherapie, einen Partner suchen, ne? Und verschwarten diese Spondylen, die ansonsten eben Reibungskräfte entwickeln, und eben auch die Aufbaumittel. Bei Bandscheibenproblematiken foie dünn. Also mein lieber Schwan, Silvia, du bist ja jetzt hier ein richtiger Streber. Du hast recht. Bandscheibenprobleme, Faserknorpel, Leberbezug. Sagenhaft, ey. Ich blick doch nicht durch. Ich bin so froh, dass ihr hier das alles erkennt. Das heißt, foie dünn heißt einfach Leberchi. Kann man tatsächlich bei Bandscheiben und Menisken zusätzlich allerdings geben. So. Reicht Bewegung an der Leine und nur gelegentlicher Freilauf als Bewegungstherapie? Na klar, du kaufst ja einfach Rollschuhe und fährst mit dem Hund an deinem Leine. Naja, eigentlich nicht. Ne? Also an der Leine ist halt relativ. Aber ich sage jetzt mal, dann muss man schon ein bisschen mitjoggen oder mit dem Fahrrad fahren. Also Leine ist okay, aber da muss etwas dazukommen von demjenigen, der eben hinter der Leine steckt. Einem 13 Jahre alten Rüden als Prophylaxe zur Arthrose geben. Da möchte ich sagen, die Prophylaxe ist eben die aktive Magen-Darm-Ernährung. Und als Prophylaxe würde ich erstmal nur das Holodyn nehmen und so zeitweise 2, 3 Wochen B-Komplex, B-Komplett-Tabletten. Also Holodyn mit B-Komplett. Ich glaube mal, das reicht schon aus. Jo, jetzt wird es immer anspruchsvoller, aber ich kreuze mit jedem Problem die Klinge. Fast. Spondylose und Bandscheibenvorwölbungen. Zudem Leber- und Herzprobleme. Was kann man hier geben? Interessant. Ich würde da erstmal auch an das Corvital denken. Das habe ich jetzt noch nicht genannt. Aber das ist für das Carnitin, also für die ganze Zusammenhänge. Dann Aminosäuren, also zum Beispiel Rehadyn. Und dann halt wiederum die gesunde Ernährung. Was heißt das Einzelmittel Spondylose? Achso, Einzelmittel. Bei Spondylose heißt Hekla Lava D4, viermal täglich gegeben. Aha. Und Hekla Lava, das ist ja wahnsinnig. Also ihr unterhaltet euch schon gegenseitig. Ich brauche ja gar nichts machen. Ich mache jetzt. Nein, ich habe so dicke Bergschuhe an. Ich kann die nicht auf den Schalter legen. Jetzt nehmen wir mal hier was. Welchen Effekt positiv und negativ hat eine Kastration auf die Entwicklung von Gelenkerkrankungen? Toll, Christiane. Da kann ich auch nur sagen, was ich dazu meine. Also ich übernehme keine Garantie. Aber ich sage jetzt mal, Kastration hat bei der Hündin keine negative Effekt, solange nur die Eierstöcke rausgenommen werden. Weil wenn die Gebärmutter mit rausgenommen wird, hat das eine Beschädigung des Nierenschießes zu tun und der Energieverteilung. Also nur die Eierstöcke raus, habe ich bis jetzt noch nie negative Folgen entdeckt. Und beim Rüden würde ich sagen, es ist besser, eine Kastration durchzuführen als ewige
Prostata-Probleme oder sogar als irgendwelche Medikamente oder Chips sogar noch dagegen. Da würde ich lieber kastrieren, aber letztendlich beim Rüden sind wir vorsichtiger, da vorsichtshalber eigentlich nicht kastrieren. Also, aber letztendlich, wenn man kastrieren muss, ist es für die Gelenke keine beschädigende Aktion. Ja. Ah, jo. Mein Futter mag nichts, weder roh noch Futter noch gar nichts. Ne? Alles, was ein Futter von meinem Hund liegt. Wie kann ich da eine Darmsanierung machen? Interessante Frage. Wüsste ich nicht. Aber wenn ich so einen hätte, den würde ich tatsächlich mal 2 Tage auf Fastenration setzen, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Nur ein bisschen. Ne? Aber ich wüsste einfach, dass nur dadurch die Rezepturen und die Enzyme wirklich so stark werden, dass der Hund wieder ausreichend Hunger hat, weil normalerweise muss ein Hund, ein gesunder Hund, muss immer genug Hunger haben, um diese Sachen aufzunehmen. Ja? Also letztendlich plädiere ich dann immer erstmal zuerst an die Magengesundheit denken. So unangenehm das ist. Zur Stärkung des Immunsystems, die Nadine fragt, wurde mir Titus Musculus von 5E empfohlen? Ja, nicht nur. Also da würde ich dann tatsächlich beim Immunsystem, würde ich das Titus Musculus durchaus geben, aber ich würde das Immodyn dazugeben, in Pulverform, so ein bisschen über das Futter, weil das ansonsten, der Titus Musculus halt doch hauptsächlich für die Milz und für die roten Blutkörperchen ist, ist klar, hat was mit dem Immunsystem zu tun, aber nicht definitiv genug. So, pass mal auf. Mensch, ist ja toll. Mein Gott, wie viel haben wir denn hier? Aber das Dumme ist, die springen wir dann weg. Suchen wir nochmal eine leicht beantwortete Frage. Ihr habt ja wirklich, es wird ja immer besser, ihr habt ja wirklich richtig tolle, intelligente Fragen. Was wäre die optimale Schmerztherapie für Spondylose? Schmerztherapie? Das Freiheit dünn. Also dann würde ich wirklich Freiheit dünn, Freiheit Fluid, übrigens, die Flüssigkeit, die wirkt noch stärker nehmen und die Qigong-Massage. Und Bewegung. Ja, das sind auch Einzelfragen zur Operation. Das gehört hier nicht dahin. Das tut mir leid, das kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist ja nur eine Sache, die 2 Personen besprechen können. Oh, da bedankt sich sogar jemand. Toll, 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 danke. So, pass mal auf. Jetzt gehen wir mal ganz runter. Gute Frage, ob die Charts jetzt auch erhalten bleiben, wenn das Webinar, ich habe noch nie das Webinar nachher nochmal angeguckt, müsst ihr einfach mal schauen. Ah ja, aber wir machen so viele Webinare, die Fragen werden doch alle noch irgendwie beantwortet. Wir lösen euch für danach. Wo können wir das Webinar nochmal hören? Also ich denke mal hier auf dem Kanal, klar. Da muss man oben einfach die Online-Seminare anklicken. Und wenn das nicht geht, dann auf meiner Praxisseite wird das auch sein. Also das Magenwebinar hat man dort auch schauen können. Ich glaube mal, bis jetzt haben die es viele angeschaut. Das hat keine Probleme. Wenn Sie speicheln, ist Ihnen eventuell schlecht oder Sie haben Schmerzen. Das stimmt, ja. Aber Sie können auch speicheln, wenn der Magen übersäuert ist. Was kann man tun? Ich halte es jetzt einfach mal fest. Wenn der Hund wiederholt Katzenkot frisst und eine Wurmkur vermeiden möchte, das hat jetzt nichts mit Gelenken zu tun. Danke. Bitte, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, ich glaube mal, jetzt haben wir einiges schon beantwortet. Ich muss halt konzentrieren auf die Themen, die wir jetzt besprochen haben. Gendefekte. Mit 14 Wochen? Ja, ist möglich. Ne? Aber ich halte immer, ich warne immer davon, einfach nur die Gene wie bei der Hüfte zum Beispiel zu verantworten. Man immer noch im Dunkelfeldmikroskop nachschauen, was noch dahinter stecken könnte. Manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen. Und das sieht man halt, den Teufel sieht man sehr schön im Dunkelfeldmikroskop. So. Aha. Huch. Aha. Aha.
Ich habe gute Erfahrungen mit Blutegeln gemacht. Ja, durchaus. Also ich habe jetzt, wir haben das früher gemacht mit den Blutegeln, das mache ich jetzt nicht mehr, aber ich habe da gute Ergebnisse von gehört. Kennst du gar eine Tierärztin, die das macht in Stuttgart? Mhm. Die hat davon geschwärmt. Jawohl. Gerade bei Schwellungen, ne? Ist das mit den Blutegeln, wenn man sonst nichts hat, also kein Laser und so weiter, ist das sicher sehr interessant. Statt Wurmkuren, der Wurmschutz aus dem Wild, sind die Giardien sehr geholfen. Da bin ich jetzt wirklich dankbar dafür. Die Giardien sind ja ein ganz verrücktes Thema. Ne? Die meisten denken, das sind ganz schreckliche Parasiten und was weiß ich. Und das Problem ist, dass Giardien eigentlich auch schon zur Darmflora dazugehören, nur halt unangenehm werden, wenn sie zu stark geworden sind. Statt Wurmkuren, der Wurmschutz. Vielen Dank, interessanter Beitrag. So, da habe ich jetzt gerade noch was gesehen. Aha. Oh ja, das freut mich aber. Ich habe zwischendurch gedacht, ich wäre zu hastig, aber anscheinend war das okay. Vielen Dank, war jetzt heute wieder keine Antwort auf meine Frage. die arme Maria. Mensch, wo war denn die Frage von ihr? Du musst ja gleich mal gucken. Ja. Ah ja, gut. Das ist halt blöd. Alles kann ich jetzt nicht beantworten, weil es halt auch so viel ist. Gut, das habe ich schon gesagt. Ich glaube, ich bin jetzt erschöpft. Ich brauche eine Darmsanierungskur. Nein, Quatsch. Okay, ich glaube, ihr seid alle einverstanden. Ihr seid ja auch fix und fertig. Jetzt ist Viertel nach acht. Jetzt kommt die Sportschau oder irgendwas. Also, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wo muss ich jetzt da drauf drücken? Chatnachricht eingeben. Ich frage euch gar nicht. Seid ihr noch da? Jetzt weiß ich echt nicht, wie man da rausgeht. Konstanze, danke, danke. Jawohl, bitte, bitte, bitte. Ich danke für eure Mitarbeit. Einstellung. Ihr habt mich jetzt noch ein bisschen auf dem Bildschirm, weil ich echt... Ah, yeah!